Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Eisenbahnabenteuer hier in TS Classic. Heute sind wir mit der ÖBB 1245 unterwegs. Die gibt es seit geraumer Zeit kostenlos für den TS Classic. Und ja, wir machen hier einen Quick Drive. Ich habe mir hier mal ein paar schöne Wagen hinten ranklatscht. Denke mal, die passen thematisch eigentlich ganz gut. Das ist mein Lieblingswagen hier. Und wir sind hier in Bischofshofen und fahren nach Freilassing. Hoffentlich klappt es soweit gut. Und ja, unser Fokus liegt heute bei der 1245. Ich meine, von außen ist ein wunderschönes Modell. Und auch innen der Führerstand wirklich schön gemacht. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich meine, immerhin kostenlos. Höchste Geschwindigkeit sind 80 Stundenkilometer. Wir haben hier noch die höchstzulässige Stromstärke je Motor und je nach Geschwindigkeit. Einerseits Stundenstrom und Dauerstrom. Ist noch ganz gut zu wissen. Und wir werden die Fahrt ohne Sifa und Idusi machen. Denn ich möchte ein paar Schönfahrten machen, also mit Außenkameras etc. Und da will ich mal nicht, dass man hier eine Zwangsbremsung reinschmeißt. Also, schalten wir das erstmal mit Shift 7 und 8 aus. Dann als erstes den Pantographen nach oben. Sehr gut. Und den Hauptschalter ein. Gut. Als nächstes den Lüfter auf die Stufe 2, Kompressor ein, dann den Umformer ein, Lichter an, Instrumentenbeleuchtung an, Zugheizung ist an und das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen zum Thema Aufrüsten. Wir machen von außen nochmal eine Sichtkontrolle. Das schaut gut aus, dann schauen wir uns mal die Schlusslichter an, sollten ja an sein. Sehr gut. Gut, kleines Detail jetzt hier bei der Anfahrt, ihr müsst dann mal auf den Tacho achten, was der macht. Das sieht ziemlich cool aus. Fahrtrichtung soll dann nach vorne, Hammer drin. Und dann gehen wir langsam Gas. Dann, dass wir hier nicht so viel Strom auf die Leitung bringen. Hört euch das mal an, das ist so ein schönes Detail. Wie in echt. Wir haben insgesamt 17 Fahrstufen, die wir hier nutzen können. Das ist auch die 1245 mit der E-Bremse. Gibt es auch ohne E-Bremse. Die wurde später teilweise ausgebaut, weil sie zu schwach war. Aber zu den historischen Fakten und technischen Daten kommen wir dann später während der Fahrt. So, das läuft doch ganz gut hier. Hat auch ein schönes Fahrgeräusch. Also, das hat er wirklich gut umgesetzt. Link zu der 1245, falls ihr da selber fahren wollt, gibt es natürlich dann in der Videobeschreibung. Ach, ist es schön, mal wieder in der Heimat unterwegs zu sein. Jetzt, wo ich doch so oft quasi im Ausland gefahren bin, das ist mal eine schöne Abwechslung. Ja, und damit kommen wir erstmal zum historischen Aspekt der 1245, die eigentlich die Baureihenbezeichnung 1170 hat am Anfang, zur BWÖ-Zeiten. Man hat damit angefangen, die Westbahn zu elektrifizieren, sprich die Strecke zwischen Salzburg und Wien, und das war Anfang der 90er, 30er Jahre, und da hat man gesagt, okay, wir brauchen Elektroloks, die sowohl Güterzüge sowie auch leichte Personenzüge in der Hügellandstrecke bis in der Landschaft bedienen können. Ja, die 1170 war dann geboren und zwischen 1934 bis 1936 wurden dann erstmal 8 Maschinen geliefert und dann später 1170 209 bis 230 zwischen 1938 bis 1939. Zu dem Teil wurden natürlich entsprechende Loks dann schon an die Deutsche Reichsbahn geschickt. Die Deutsche Reichsbahn hat die Lok aber dann mit der Baureihe E45-2 bezeichnet und die hat dann 8 weitere Loks von ihr bestellt. Somit waren dann eigentlich 41 Lokomotiven von dieser Baureihe vorhanden. Interessant ist auch, dass die erstgeliefenen Loks sich in der Dachform und von der Ausrüstung von den später gelieferten
unterscheiden. So hatten die Loks am Anfang Stirnübergänge zum Wagenzug und diagonal angeordnete Führerhaustüren. Es ist dann später angepasst worden, um die Unterschiede zu beseitigen. Die 1170, 290 bis 228, Entschuldigung, erhielten zum Beispiel keine elektrische Bremse. Dafür hat aber dann 229 bis 233 eine Vielfachsteuerung bekommen. Und für uns heißt es jetzt erstmal gleich mal anhalten. Und ich tue mich schon mal im Vorhinein entschuldigen. Das ist quasi erstmal eine zweite Fahrstunde mit der Lok. Und es könnte sein, dass es noch nicht perfekt macht. Aber es macht irrsinnig viel Spaß, mit der E-Lok rumzufahren. Vor allem auf der Strecke. Ist wirklich schön gemacht. Das Einzige, was mich an der Strecke ein bisschen stört, dass man in der Ferne dann sieht, wie die ganzen Objekte nachladen. Aber ja, ist wie es ist. Ich bin schon mal happy, dass ich mit dem Vulkan-Mod jetzt erstmal Anstieg FPS kriege. Vor allem, dass ich jetzt so rundherum um die 60 FPS bin und... Moin Kollege, schön, dass du da bist. Immer wieder schön, wenn man in Quick Drive einfach ein bisschen KI-Züge da hat. Aber ich empfehle euch wirklich, holt euch mal den RWN Hansa 2 und tut mal den Vulkan-Mod bitte installieren. Es läuft einfach so viel flüssiger. So, ein paar hundert Meter noch. Bremsen wir mal rein. Es sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, das geht mit Sicherheit besser, aber ich würde sagen, das kann man durchgehen lassen. Jedes Mal, wenn ich so Züge sehe, die so schräg in der Kurve drinstehen, denke ich mal, auf der anderen Seite mal ein bisschen drücken und dann fliegt das Ganze um. Ich meine, klar, braucht ein bisschen mehr, aber ich denke mir es einfach jedes Mal. Gerade vor allem in so Schnellfahrstrecken, wenn es da so eine schöne Kurve drin hat. Sieht es halt immer so geil aus, wenn sich da so die Kurve reinlegen. Und Abfahrt. Also ich muss schon sagen, der Sound, wie da die Fahrschalter nach oben geschalten werden, klingt echt gut. Auch hier da vom Anfahren her. Ist schon super, was die Community da alles rausschmeißt. Und das für lau. Kommen wir doch mal zu ein paar technischen Daten. Eben Baujahre waren 1934 bis 1939, Ausmusterung 1995 und Achsformel war BOBO. Dann Länge über Puffer 12.920 mm mit einem Gesamtradstand von 9.040 mm. Die Dienstmasse unserer Lok hat 83 Tonnen, das gleiche mit der Reibungsmasse und Radsatzfahrmasse sind 20,8 Tonnen. Stundenleistung 1048 Kilowatt bei 56 km/h bzw. Dauerleistung von 1700 Kilowatt ebenfalls bei 58 km/h mit einer Anfahrzugskraft von 200 kN. Ja, zum nächsten Bahnhof ist auch nicht mehr weit. Ich kann das mal auch hier gut anhalten. Aber da bin ich ganz guter Dinge, dass das sauber klappt.
auch noch spannend wäre, mit der wäre vielleicht so einen mittelschweren Güterzug zu fahren. Eventuell von Innsbruck auf den Brenner rauf, so eine Bergstrecke. Ich glaube, das wäre noch spannend. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal die Türen auf und lassen die Massen an Leuten einsteigen, die hier am Bahnsteig sind. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier die Ansicht auf die Türen. Ich denke mal, das sollten wir jetzt bald mal wieder zugehen. Ja, schade, dass jetzt hier nicht mehr KI-Leute unterwegs sind. Aber ja, gibt Schlimmeres. Und Abfahrt. Übrigens, die 1245 bzw. die 1170 hat am Anfang eine Vakuumbremse und ist dann später auf die Druckluftbremse umgebaut worden. Ah, sieht schön aus. Der Löwe hat Freude. Gehen wir mal historisch und weiter. Die Elektrisierung der Westbahn ist wegen Geldmangel erst 1937 angefangen worden. Und daher sind die Maschinen erstmal in Bludenz, Innsbruck und Salzburg stationiert gewesen. Hauptersatzgebiet war dabei die Tauernbahn und ab 1941 kam sie dann endlich zur Westbahn zwischen Salzburg und Adlern Buchheim. Die Deutsche Reichsbahn unterdessen stationierte 7 Lokomotiven in Augsburg. Von dort sind sie dann 1945 unbeschädigt nach Österreich wieder zurückgekommen, wobei man sagen muss, dass 1170, 206, 215 und 226 leider als Kriegsverlust abgeschrieben werden mussten. Ja, und hier habe ich das leicht mit die 70 übersehen, aber kommen wir gerade wieder runter. Und zum nächsten Bahnhof ist auch nicht mehr weit. Lesen und fahren zeitgleich. Das ist eine blöde Idee. Ja, ab 1953 sind die Baureihen bei der ÖBB als 1245 nummeriert worden. Wobei die ersten 8 als 1245-01 bis 08, die mit elektrischer Bremse als 1245-509FF und die ohne elektrische Bremse mit 1245-619 bis 628 bezeichnet worden sind. Nachdem alle 1245-6 eine elektrische Bremse erhalten hatten, wurden sie in die Reihe 1245-5 aufgenommen. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die 1170 bzw. die 1245 sehr bewährt hat. Und gerade in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat die 1245 zusammen mit der 1020 generell die Hauptlast des elektrischen Zugbetriebs in Österreich geleistet. Im Regelbetrieb waren sie dann bis 1995 bei der ÖBB im Einsatz. Und dann haben wir hier schon mal den Bahnsteig, wenn man sich hier genauso sauber wieder anhält. Junge, man steht hinter der Linie, nicht auf der Linie. Na, das glaube ich wird eine knappe Sache. Oh wow, das ist ziemlich knapp. Boah, was für die Punktlandung. War zwar so nicht geplant, aber hat funktioniert. Und da hinten geht die Strecke weg. Ohne Oberleitung. Aber schöne Gegend hier. Ich muss mal wieder nach Österreich. So, ich denke mal, das ist ein ganz guter Shot dann für die Abfahrt.
die jetzt jederzeit kommen sollte. Ja, und da ist sie. Diesmal mal wieder. Ah, schön. Ich glaube, wenn ich das mit dem Güterzug mache, dann fahre ich sie in der blutorangen Lackierung. So, zu der Frage, welche Loks eigentlich jetzt noch erhalten sind. Das wäre einerseits die 1245-518 in blutorange sowie die 1245-516 in grün. Die findet sich momentan in der Aufarbeitung, sowie die 1245-02 als Ersatzteilspender aktuell bei der ÖGEG. Das ist die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Weiter existiert noch die 1245-525 in Knittelfeld im Museum. Und da gibt es auch noch einen Führerstand von der 1245-530, der als Fahrsimulator umgebaut worden ist. Die 1245-05 ist bei den Nostalgiebahnen in Kärnten und die 1245-514 beim Tauerbahnmuseum in Schwarzau. Dann hätten wir noch die 1245-522 bei den Eisenbahnfreunden in Lienz und die 1245-01 im Eisenbahnmuseum Straßhof sowie die 1245-04 ebenfalls in Straßhof. Das sind alle Loks, die, beziehungsweise Teilloks, wenn man den Führerstand mitrechnet, die noch erhalten sind. Ich habe mal auf YouTube von der 1245 noch ein paar Videos angeschaut, vor allem soundtechnisch. Es sind tatsächlich gar nicht mehr so viele Videos, die von der Baureihe existieren. Aber ich kann sagen, dass der Sound im TS Classic, im Führerstand sowie die Außengeräusche eigentlich sehr authentisch sind. Klingt in den echten Aufnahmen de facto gleich. Ah, schöne Vorbeifahrt. Es gibt auch eine Führerstandsmitfahrt auf YouTube, aber die ist uralt und echt schlecht gemacht. Aber was man da so hört, ist okay. Also, klingt so wie im Film, was ich auf YouTube gesehen habe, so was wir jetzt hier drin hören. Wir werden übrigens in dem Video nicht ganz bis nach Freilassing fahren, wir werden ein bisschen vorher schon anhalten. Schade, dass jetzt hier im Quick Drive noch ein bisschen mehr Verkehr ist. Das wäre nur irgendwie schön gewesen. Aber ja, die Natur von Quick Drive. Stichwort Quick Drive. Es gibt ja diese Real Drive Quick Drives. Gibt es auf racing.de. Wo der Verkehr dann irgendwie so bunt zusammengewürfelt ist. Und da kann es dann auch sein, dass du mal vor roten Signalen und so weiter bist. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das nehmt für die Strecke. Wenn es für die Strecke für den verfügbar ist. Dann habt ihr da recht viel Action dann auf der Strecke. Was eigentlich noch beachtlich ist, ist, dass die 1245 teilweise Güterzüge mit bis zu einer Kilometer Länge gezogen haben und das bei der Größe. Ich meine, das Ding ist jetzt keine große E-Lok. Die Strecke, glaube ich, wäre auch noch schön mit dem Rayjet. Auch schön durch die Kurven durchgehen. War zwar nicht gerade der schnellste Rayjet, aber die Landschaft passt. Aber Rayjet und ich haben ja so unsere Hassliebe. Irgendwie funktioniert das nie sauer, wenn ich mit dem Rayjet unterwegs bin. Thank you.
Ja, und so wie es aussieht, wird es vermutlich eine unfallfreie Fahrt. Ohne größere Hindernisse. Mal was Besonderes für mich. Ich freue mich. Wobei habe ich jetzt gesagt, bevor ich angehalten bin. Ja, und ihr könnt dann gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob man vielleicht mit der 1245 mal so einen kilometerlangen Güterzug fahren sollen. Vielleicht eh gerade auf dem Brenner rauf, schauen, ob sie das schafft. Weil das, glaube ich, wäre ziemlich mutig. Aber ja, wäre mal ein Belastungstest. Schauen, was passiert auf dem Brenner rauf. Wenn es das einzelne Lok nicht schafft, dann eventuell eine zweite hinterher. Irgendwie, glaube ich, kommen wir da schon rauf. Aber ja, schreibt das mal in die Kommentare rein, ob man das einen Kilometer Güterzug auf dem Brenner rauffahren soll. Was eigentlich auch noch cool wäre, die 1245 mit der Krokodil zusammen. Das, glaube ich, wäre ein geiles Bild. Also dann schafft man das garantiert. Aber ich würde mal schauen, ob die 1245 das für sich solo schaffen würde. Wieder eine wunderbare, schöne Vorbeifahrt. Ja, diese Panoramic Cams sind einfach viel schöner als die von oben. Ja, das sah jetzt nicht so geil aus. Weil man halt hier im Führerstand. By the way, mal so News nebenbei. Also für mich ist es momentan der 27.10. Und am 29. will die RHB den längsten Reisezug der Welt fahren. Auf deren Strecke. Ich habe da mal ein paar technische Fakten dazu. Der längste Zug, also Personenzug, besteht aus 25 Kompositionen mit jeweils 4 Wagen der neuen Capricorn-Triebzüge und ist insgesamt 1,91 Kilometer lang. Hat eine ganze Zugmasse von 2099 Tonnen und das Ganze wird dann von 7 Lokführern und 21 Technikern gemacht, die bei dem Ganzen mitfahren. Sowie der Zug ist auch komplett besetzt. Die Strecke, die er fährt, knapp 24.930 Meter und einer Höhenunterschied, den der Weltrekordzug machen wird, sind 789,4 Höhenmeter. Also das wird spannend. Knapp eine Stunde ist unterwegs mit 30 bis 35 km/h und das Ganze wird dann vom Blick TV live übertragen. Also ich, wenn es mal irgendwie ausgeht, werde ich mir das mal anschauen. Und Abfahrt, glaube ich, ist 14 Uhr. Also das Video kommt dann eh später raus. Aber das gebe ich mir. Schauen, ob sie das schaffen. Ich glaube, den habe ich jetzt ganz leicht gewendet. Aber ja, ist ja nur die KI hier. Da kommt man nur auf die Schnapsidee, so einen Weltrekordzug zu machen auf einer Bergstrecke. Aber ich meinte, in einem früheren Artikel haben sie sogar geschrieben, dass sie dafür die Software von den Triebwagen und von den Loks speziell für das angepasst haben, damit sie das überhaupt machen können. Aber coole Sache. Hat die Schweiz wieder mal einen Weltrekord. Es ist zwar noch schade, dass es trotz der Vulkanin schon immer wieder so kleine Frame-Drops hat. Aber trotzdem, ich bin schon mal so froh. Ah, neutrale Sektion.
Machen wir immer Strom aus. So, und wieder Saft auf die Leitung. Wunderbar, so gefällt mir das. Ich muss gestehen, ich habe vorher gar nicht so aufgepasst, ob wir vorher auch irgendwo eine neutrale Sektion gehabt haben. Aber ich glaube nicht. Und da kommt auch schon unser erster Endbahnhof, bei dem wir stehen bleiben werden. War 100 Meter noch. Ja, also grundsätzlich, ich hoffe mal, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen und war ein bisschen informativ für euch. Schreibt zwar, wie gesagt, nochmal in die Kommentare rein, ob man hier da diesen Güterzug mit so kilometerlangen auf dem Brenner fahren sollen. So gucken, ob das funktioniert und wenn nicht, einfach doppelt 1245 oder 1245 plus Krokodil. Könnt ihr dann auch entscheiden für den Fall, dass es mit der 1245 Solo nicht klappt. Und ja, dann sehen wir uns schon bald. Ich freue mich dann auf den Sonntag. Da gibt es ja dann wieder den Fahrtag und TD2. Wird spaßig. Ja, das sieht doch gut aus. Schön sanft hier anhalten. Ich bin zufrieden, liebe Leute. Bis denn dann. Das war's mit mir. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.